Willkommen auf dem Holzwegtal. Wir sind hier in Balstal im Naturparktal. Mein Name ist Benedikt Fluri. In meiner Aufgabe beim Naturparktal habe ich die Projektleitung von diesem Holzweg. Naturpark ist meine Heimat, Naturparktal. Ich wohne in Balstal, geboren in Balstal. Es ist das Schöne, sich für seine Region einzusetzen und zu sehen, wie viele Leute Freude haben, wenn etwas Schönes entsteht aus meiner Arbeit. Der Holzwegtal ist entstanden durch eine Initiative vom Holzhandwerktal. Das ist ein Verbund von Holzhandwerken, Schreinern, Zimmermännern, Zimmerleuten und so weiter. Und die haben gesagt, wir machen etwas Tolles aus Holz. Zusammen mit dem Naturparktal ist dann dieser Holzweg entstanden. Da sitzen ganz viele Leute am Tisch zusammen und erschaffen etwas Großes, etwas Schönes, das die Leute begeistert für Holz. Und das ist etwas, das stolz machen kann. Die Leute begeistern sich für Holz und haben Freude an Holz, das ist das Ziel. Damit vielleicht die Jugendlichen mal eine Lehre in einem Holzhandwerksberuf machen oder dass die Erwachsenen ein Haus aus Holz bauen oder dass sonst die Leute in unsere Region kommen und hier etwas Schönes erleben. Im Holzwegtal gibt es 21 Installationen, alle vom Künstler Sami Deichmann und alle vermitteln einen anderen Einblick in die Welt des Waldes aus Holz. Es ist ein Erlebnisweg, der soll Erlebnisse ermöglichen. Ich behaupte, das Nachhaltigste sind die Leute, die ihr Wohnzimmer und ihre Wohnung verlassen und hier bei Wind, Wetter, Sonnenregen etwas Schönes leben im Wald. Und vielleicht, wenn wir mal draußen sind, wieder mal ein Feuer machen von selber, wieder mal eine Wurst auf dem Feuer machen und an diesem Freude tragen und das auch mit nach Hause nehmen und vielleicht dann etwas vermehrt in die Natur gehen und das genießen.